So, heute mal drauf achten, ne? Ich habe mich vorbereitet hier, habe den richtigen Hoodie an, wer einen falschen anhat. heute geht es um ein richtig geiles, spannendes Thema. Deswegen sind wir extra zurück an der Tafel, weil wir viele Fragen bekommen auch. Ich trainiere so viel, aber ich nehme nie ab. So, woran das vielleicht liegen kann und wie man es vielleicht schafft, trotz viel Training auch noch abzunehmen. oder trotz viel Haribo-Essen oder wenig Haribo-Essen. Oder also, Sebastian hat alle Zahlen schon an die Tafel geschrieben. Ich bin gespannt, was das alles wird und wie es nachher aussieht. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ja, ich hab's versaut heute. Ihr seht, Düsseldorf, das ist natürlich richtig peinlich. Auch ein komplett falsches Pulli angezogen, den wir haben. Aber ich habe ihn auch schon versaut, eben mit einem Schokocroissant. Ja, richtig so. Ja, sehr gut. So, also Schokocroissant sind wir gleich beim Thema Gewichtsmanagement. Ja, wirklich, Nick hat es eben gesagt, ist ein Thema, wo wir schon häufig Nachrichten auf Instagram bekommen haben oder auch damals bei den ganzen Ernährungsvideos. Da haben wir auch schon einiges gemacht. Also viele Themen oder viele Dinge zu diesen Themen haben wir ja auch, zu diesem Thema, zur Ernährung und so weiter, haben wir ja schon damals mit der Judith besprochen. Dann haben wir auch mal über Kohlenhydrate und Proteine mal separate Videos gemacht, sind mittlerweile schon älter. Hier drüben in der Küche haben die stattgefunden. Da haben wir schon unheimlich viel, glaube ich, dazu gesagt. Das ist auch nach wie vor immer noch up to date. Ansonsten hätten wir da mal was Neues gemacht. Wo es uns aber einfach mal darum geht, ist so allgemeiner Energieverbrauch. Und wir denken ja immer, jetzt sind wir tolle Triathleten, jetzt trainieren wir super viel. Aber irgendwie, ja, gibt es ein paar Leute, die nehmen halt vielleicht noch nicht so ab, wie sie sich das wünschen. Ja? Irgendwann hat mal jemand kommentiert, mich, Sebastian, wie siehst du noch so fit aus und so weiter. Also ich kann das eigentlich nicht, ich spüre das nicht. Ich wiege jetzt ungefähr 8 bis 10 Kilo mehr, als ich damals noch in der, ja, in der Sieht man gar Leistungssportzeit nicht. gewogen habe. Ja, ich sehe schon oder ich fühle es auch gerade beim Laufen. Gut, das heißt, wir müssen uns erst einmal darum beschäftigen oder damit beschäftigen, wie viel Energie verbrauchen wir denn so bei den drei Sportarten im Training. Krafttraining habe ich jetzt mal ausgeblendet, weil da müsste man nochmal differenzieren. Und auch das, die Angaben, die ich jetzt hier hingeschrieben habe, die sind sehr, sehr allgemein gehalten, weil ihr wisst, es hat viel mit der Bewegungsökonomie zu tun oder gehen wir mal ins Schwimmen. Da wissen wir, ja, wenn das Wasser einen Grad weniger hat, dann muss die Thermodynamik oder eure Thermoregulation deutlich mehr arbeiten. All das sind so Dinge, die man da jetzt, die ich jetzt erstmal unberücksichtigt habe lassen. Aber dann kommen wir gleich dann nochmal drauf. Beziehungsweise die müssen wir einfach irgendwo auch hinnehmen, dass wir das nicht bis auf die letzte Kilokalorie ja, umrechnen können. Also genau, ich habe das hier immer alles in Kilokalorien. Umgerechnet, ihr könnt es auch in Kilojoule machen, wie ihr wollt. Da müsst ihr einfach nur den Faktor 4 nehmen. Finde ich aber immer so ein bisschen, ja, ich bin immer noch so ein Kilokalorientyp. Kalorien kennt man, ne? Genau. Also gehen wir mal ins Schwimmen. Da habe ich gerade schon gesagt, hängt erstmal von der Wassertemperatur ab. Ja? Kennt ihr auch vom Wettkampf? Richtig kaltes Wasser, da muss der Körper deutlich mehr arbeiten und ist vielleicht teilweise auch gar nicht mehr möglich. Ja? Gehen wir jetzt aber von konstanten Bedingungen aus, so wissen wir, dass wir ungefähr 150 bis 175 Kilokalorien pro 10 Minuten, darf ich das jetzt mal, ne, bitte aufpassen, nicht pro Minute, das wäre super, dann könnte man im Schwimmen super krass abnehmen. Nein, es ist pro 10 Minuten, also 20 Minuten wären dann eben, weiß ich nicht, 350 und 40 Minuten irgendwie so 700 Kilokalorien. Und dann in der Stunde so knapp über 1000. Also im Schwimmen haben wir schon einen deutlich höheren Energieaufwand. Jetzt hängt es natürlich davon ab, ja, wie effizient schwimmt ihr denn? Also der Nick, ja, der ist ja, das sagt er ja auch immer, kann er ja gar nicht häufig genug betonen im Podcast und so Gar weiter. nicht, wird immer gefragt. Ja, genau. Ja, wenn man sehr, sehr ökonomisch schwimmt, dann kann man eben, sag ich mal, auf 1,30 sehr konstant locker schwimmen, ohne großen Aufwand zu haben. Ja, dann hängt es auch davon ab, schwimmt man auf der Kurz- oder langen Bahn. Also wenn man auf der Kurzbahn schwimmt, hat man ja sehr viele Lagen, schon Wänden auch da drin. So, und das sind alles so Punkte, die machen das extrem schwierig irgendwie, ja, zu bewerten. Und da geht immer ins Freiwasser. Mit Neo sieht das Ganze wieder anders aus. So, aber umso ineffizienter ihr theoretisch schwimmt, desto mehr verbraucht ihr theoretisch. Ja, jetzt ist der Punkt. Jetzt gehen wir mal von einem Kilometer aus, man könnte das ja irgendwie auch auf einen Kilometer umrechnen. Dann würden im Grunde diejenigen, die schnell schwimmen, ja, und die schnell gut schwimmen können, also
sagen wir mal so mit der gleichen Technik, wenn sie ein bisschen langsamer schwimmen, gleich viel verbrauchen, weil sie einfach nur länger brauchen, ja, für den Kilometer. So, aber wenn man eben davon ausgeht, dass man zwei unterschiedliche Schwimmer hat, die eine unterschiedliche Technik haben, wo der eine vielleicht sehr unökonomisch ist, fällt das Ganze wieder ja drastisch anders aus. Deshalb muss man immer schauen, deswegen ist es im Schwimmen am schwierigsten. Am einfachsten muss man wirklich sagen, gerade aus physikalischer Sicht, ist es beim Radfahren, weil da haben wir ja einfach eine Leistung und die hängt mit einer Arbeit zusammen. Und wir können über den Wirkungsgrad, also der Wirkungsgrad beim Radfahren ist ein Viertel, dann können wir nämlich, wir können ja, also Arbeit wird in Kilojoule ausgedrückt, und da der Wirkungsgrad ein Viertel ist, können wir das ganz leicht in Kilokalorien umrechnen und dann sind es zumindest physikalisch 3,6 Kilokalorien pro Stunde pro Watt. Also, Nick, bei 200 Watt wären das pro Stunde? Ja. Ja. Kalorien. 720 Kilokalorien. So. Das heißt, also wenn euer Lit... Das hast du doch vorbereitet. Ja, die Zahl habe ich schon so häufig für mich durchgerechnet. So, aber der Punkt ist, jetzt könnt ihr euch überlegen, umso fitter ihr seid, also umso leistungsfähiger ihr seid, desto höher ist ja auch euer Lit-Bereich. Also wenn wir mal sagen, für denjenigen, den ich gerade genannt habe, 200 Watt ist vielleicht so ein Fat-Max-Bereich und dann könnt ihr nochmal das Chris Froome-Video gucken, wo ich glaube ich gesagt habe, es waren irgendwie 300 Watt, 320 Watt Fat-Max. Sagen wir mal 300 Watt, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, woran man trainieren sollte, aber theoretisch wäre es von der Intensität, von der relativen Intensität das Gleiche, aber dann sind es eben 1080 Kilokalorien pro Stunde. So, das ist eine ganz andere Geschichte, ja? Das sind 300 Watt, einfach 360 Watt einfach mal mehr. So, und das muss man einfach mal in den Raum stellen. Deshalb fällt es ja auch sehr leistungsfähigen Personen deutlich leichter, das Gewicht zu managen. Weil darum geht es. Es geht um Gewichtsmanagement. Es geht jetzt hier nicht um Gewichtsreduktion immer nur. So, also weil dann kann ich im Grunde auch mal ein bisschen mehr essen, weil das kann ich locker wieder verbrauchen. Also dann habe ich die Null wieder stehen. Wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht also gerade nicht so leistungsfähig ist, ein Anfänger, vielleicht auch eine Dame, sind ja die Leistungen ein bisschen niedriger. Ja, die sind ja häufiger auch diejenigen, die sich ums Gewicht mehr Gedanken machen. Leider, muss man sagen. Finde ich eigentlich schade. Nur, wenn man mal sagt, man hat einen Fatmax von 100 Watt, ja, dann sind es eben nur 360 Kilokalorien pro Stunde. Und das ist halt deutlich weniger. Das ist die Hälfte, ja. Das heißt, in der gleichen Zeit... Eine Tafel Schokolade weniger. Genau. Ja, das ist doch so viel. Nee, sind 500. Ich wollte gerade sagen, das ist mehr, ne? Packung Haribo. Ja, hängt auch wieder rum von der... Sind da noch Nüsse drin? Oder weiß ich nicht, wie groß ist die Packung Schokolade? Immer 300 Gramm. Immer die große. So, und ja, und dann sehen wir, dann ist das deutlich schwieriger. Also dann fahren wir 2 Stunden und verbrauchen so viel wie die eine Person in einer Stunde. Das heißt also, ich meine, wenn wir so fahren, runden wir jetzt mal auf. Das sind nicht, bei mir sind es keine 200 Watt, bei dir sind es ein bisschen mehr als 200 Watt. Du bist auch 215. Ja, aber sagen wir mal, im Mittel sind es bei uns 200 Watt. Deswegen kann ich auch mehr essen. Genau, ja, ist ja auch tatsächlich so. So, gehen wir mal so ein Mittel von 200 Watt aus. Und das heißt, wir brauchen 720 Kilokalorien pro Stunde. Dann fahren wir 3 Stunden Lit, ja, und kommen mit einem Defizit erstmal, wenn wir da nichts aufgenommen haben in der Zeit. Wie? Kann man ja, sagen wir es einfach mal, sind wir irgendwie bei über 2000 Kilokalorien in 3 Stunden. So, und jetzt springe ich mal ein bisschen hier zu dem Grundumsatz. Ja? Der ist bei uns sicherlich irgendwo im Bereich von 2000 Kilokalorien. Bei dir vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht bei mir gerade so an der Grenze, hängt immer so ein bisschen von den Berechnungsgrundlagen ab. Darauf gehe ich jetzt auch heute gar nicht großartig ein. Da könnt ihr genug mal im Internet recherchieren. Gibt es 1000 Rechner, hängt so ein bisschen von der Größe, vom Körpergewicht, Geschlecht ab und so weiter. Ist auch ein bisschen Thermodynamik auch noch ein bisschen drin, aber das habe ich jetzt alles mal hier inkludiert. Aber wenn wir auch da mal von 2000 Kilokalorien ausgehen, verdoppeln wir in 3 Stunden unseren Grundumsatz. So, das heißt, dann können wir auch deutlich mehr essen oder müssen auch deutlich mehr essen, wenn wir jetzt nicht Gewicht verlieren wollen. Kann ja auch mal kein Ziel sein, Gewicht zu verlieren, ne? Muss man auch sagen. Wenn man schon, also damals hatte ich eher ein Problem, bei 4-5 Stunden Training am Tag überhaupt mein Gewicht zu halten. Ja, da habe ich dann irgendwie 65, 66 Kilo gewogen, hatte nur noch 6% Körperfett. Da musste ich gucken, dass ich überhaupt mein Gewicht halte und nicht noch dünner werde. Das jetzt nochmal ist ein physikalischer Ansatz. Wenn ihr ein Leistungsmesser habt, habt ihr den eigentlich sehr, sehr genau. Wenn man sich dann Spirodaten anschaut, dann sieht man häufig, oder nicht nur häufig, sieht man eigentlich immer, dass dieser Wert etwas erhöht ist oder etwas höher als dieser physikalische Wert ist.
Ist ganz einfach, weil auf dem Fahrrad, das wissen die heute auch bei, wie viel Grad waren es heute? Ich weiß nicht, 6 Grad. 6. Ja, oder im Sommer, wo, wenn es sehr heiß ist, wo ihr sehr viel auch arbeiten müsst, also thermoregulatorisch. Das kommt ja alles immer on top. Ihr müsst dann zwar 3,6 Kilokalorien pro Stunde pro Watt aufbringen an der Kurbel, aber die äußeren Bedingungen führen dann eben auch nochmal dazu, dass ihr deutlich mehr leisten müsst oder mehr Energie aufbringen müsst, so kann man das eigentlich auch sagen. Gerade auch mit der Ermüdung noch, ne? Dann sitzt ihr vielleicht irgendwann nicht mehr so ökonomisch auf dem Fahrrad, nutzt mal ein bisschen andere Muskulatur, das sind alles so Kleinigkeiten, aber dann kann man deutlich sagen, dass es höher ist als dieser Wert. Hängt wieder auch von eurer Bewegungsökonomie ab, ja? Also von eurer Effizienz, wie viel der Energie, die ihr eigentlich produziert mit eurem Körper, kommt am Pedal an. Das ist so die Netto-Effizienz, die kann man auch berechnen, das ist quasi, das ist ein Quotient aus diesem Wert und der physiologischen Energie, die ihr verbraucht. So. Und sehr, sehr gute Athleten sind in diesem Bereich extrem gut. Das ist aber, da können wir nochmal ein separates Video zu machen, ist aber auch ein sehr spezieller Fall. So, aber ihr seht, Schwimmen kann man deutlich mehr in der Stunde umsetzen, aber man schwimmt eben auch nicht 3 Stunden. Ja? Deswegen ist das Fahrradfahren ja auch, ne, weil es schonend ist und 3 Stunden ist es auch nicht die Welt, kann man damit sehr gut Energie verbrauchen. Gehen wir mal ins Laufen. Hier sind es ungefähr 150 Kilokalorien pro 10 Minuten. Also man sagt man immer roundabout 800 Kilokalorien pro Stunde. Auch da hängt das natürlich wieder ab. Ist man leichter, schwerer? Wie effizient ist man? Das ist ungefähr so wie beim Radfahren. Das muss man alles berücksichtigen, klar. Aber das so als Richtwert. Auch da wieder gehen wir auf eine fixe Kilometeranzahl. Also läuft man den... Die 10 Kilometer mit einem Viererschnitt oder mit einem Sechserschnitt braucht man ja bei dem Sechserschnitt deutlich länger als mit dem Viererschnitt. So, und deshalb verbraucht man eigentlich, wenn man es auf die Kilometeranzahl betrachtet, die gleiche Energie. So, könnt ihr auch mal nachgucken. Bei euren Daten müsste das eigentlich auch ungefähr so rauskommen. Außer ihr ermüdet so stark, wenn ihr sehr, sehr schnell lauft, dann werdet ihr wieder noch ineffizienter. Das sollte eigentlich auch so mittlerweile eine Garmin auch irgendwie rausrechnen können. Kenne ich, mit dem ineffizienter werden. So, also ihr seht, auch hier ist der Energieverbrauch höher als beim Radfahren. Aber auch da wieder, beim Laufen können wir jetzt nicht, also klar, gibt es Leute, die können immer 3 Stunden laufen, aber das machen wir eher selten. Also können wir mal davon ausgehen, dass wenn wir, ich sage jetzt mal, einen Durchschnittswerktag, oder sagen wir, wir trainieren 14 Stunden in der Woche, dann trainieren wir 2 Stunden pro Tag. Dann könnt ihr euch ja mal ausrechnen, was das ungefähr ist. Ich würde mal sagen, wenn man in 2 Stunden auf roundabout 1500 bis 1800 Kilokalorien kommt, ist das schon extrem viel. Ja, also eine Stunde Radfahren bei 200 Watt wären ja 720 Kilokalorien, aber ihr müsst auch erstmal 200 Watt fahren. So, und das haben die meisten nicht. Die meisten haben ihr Fatmax so zwischen 150 und 200, das, was wir so sehen, beziehungsweise ihr uns schickt an den Leistungsdaten und so weiter. Dann seht ihr, dann wird es schon weniger. Ja, und wenn ihr dann nur noch eine Stunde lauft oder so, dann sind wir gar nicht in diesem Bereich. Aber sagen wir mal, das ist so der Bereich, dann merkt ihr, okay, das ist gar nicht so viel, wie man immer denkt. Ja? Dann habt ihr vielleicht plus Grundumsatz, das hängt aber, die meisten sitzen ja auch viel im Auto zur Arbeit vielleicht, dann sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch. Klar, wenn ihr jetzt berufstätig im Jahr Bau seid oder Waldarbeiter seid, etc. pp., keine Ahnung, oder den Weg zur Arbeit auch noch aktiv gestaltet, sind das alles Faktoren, die da mit reinspielen. Die den Grundumsatz theoretisch auch, ich habe da auch so, sagen wir mal, den Alltag mit integriert, weil dieser Arbeitsumsatz hier, das ist AU, ist quasi nur auf den Sport jetzt bezogen. Eigentlich müsste man dann auch noch die Aktivitäten im Beruf hinzuzählen, habe ich jetzt aber erstmal nicht gemacht. So, aber dann seht ihr, das ist gar nicht so viel, ja. Also, wenn man mal sich überlegt, Kohlenhydrate haben 4 Kilokalorien pro Gramm, also eigentlich 4,1, bis jetzt mal abgerundet. Proteine genauso viel, Fett 9 Kilokalorien pro Gramm, Alkohol nochmals als Ergänzung 7 Kalorien pro Gramm, also eigentlich 7,3 und 9,3. Dann seht ihr, da kommt man eigentlich schnell auf eine Menge, also irgendwie 100 Gramm Kohlenhydrat, das ist nicht so viel, das sind ungefähr, was waren es, 150 Gramm Spaghetti. Da kommt man halt schnell auf einen Wert, den hat man schnell, den muss man auch erstmal verbrauchen, sagen wir es mal so. Und dann kommen nochmal hier Snacks und da Snacks dazu. Und das ist wahrscheinlich häufig der Punkt, gerade wenn ihr unfit seid, also wenn umso niedriger eure Leistungsfähigkeit ist, dann ist es natürlich auch schwierig,
quasi aus dem Arbeitsumsatz so viel rauszuholen, dass ihr dann auch nochmal so viel essen könnt. Es gibt auch viele Kritiker mittlerweile, die sagen, ja, so ein aktiver Lebensstil, der macht meistens sogar dicker, erst einmal, weil die Leute denken plötzlich, kriegen dann noch mehr Heißhungerattacken oder müssten dann irgendwie noch mehr essen. Ja? Das müsst ihr eigentlich mal genau tracken. Und deswegen kann euch das hier helfen, also einfach mal euer Handy nehmen. Da gibt es 1000 Apps. Wir empfehlen da jetzt auch keine App großartig. Wir haben auch keine Kooperation oder so. Aber ich empfehle einfach mal jedem, einfach mal zu tracken, wie viel ihr esst. Einfach mal ein Gefühl dafür zu entwickeln. Eine Woche, das reicht. Schreibt es euch ja vielleicht einfach tagsüber auf und gebt es abends in euer Handy ein. Oder manchmal könnt ihr auch den Barcode scannen und so weiter. Ich bin jetzt kein Kalorienzähler-Verfechter eigentlich. Aber um einfach nur mal, weil ich das ja schon häufiger festgestellt habe bei Leuten, einfach mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel man eigentlich isst und was man eigentlich alles gegessen hat. Und vor allen Dingen, ja, man kann das auch mal so machen, man schreibt sich das mal auf und dann markiert man mal gelb oder grün oder was auch immer, mal Obst und Gemüse. Dann bin ich mir sehr sicher, dass bei vielen Leuten das nicht wirklich bunt sein wird, ja, sondern sehr viel grau oder einfach mal weißes Blatt, wo einfach nur was draufgeschrieben ist. So, und dann kommen wir auch zu dieser... ja, ausgeglichene Ernährung, da könnt ihr mal so ein gewisses Bewusstsein erstmal zuführen. Und dann sprechen wir noch nicht über intermittierendes Fasten oder irgendwelche anderen Low-Carb-Strategien. Das ist erstmal außen vor. Da kommen wir auch nochmal zu, gerade intermittierendes Fasten. Da haben wir auch ganz viel zu bekommen. Werden wir uns jetzt nochmal mit der Datenlage nochmal sehr intensiv beschäftigen, weil es gibt da auch interessante Ansätze. Aber erstmal wollte man nur mal nochmal ganz grundsätzlich, wie viel verbraucht man eigentlich und wie dann eben so ein Gewichtsmanagement aussieht. Nämlich am Ende ist es natürlich, das Wichtigste ist, auch da kann man dann, werden wir nochmal drauf kommen, ist aber die Bilanz aus Aufnahme und Verbrauch. Das ist sehr simpel. Das ist der wichtigste Faktor. Dann gibt es noch Zeitpunkte und wie lange man vielleicht auch fastet zwischendurch, da kommen wir dann aber nochmal drauf. Aber solange das nicht stimmt, muss ich mir um den ganzen anderen Rest keine Gedanken machen. So, und ich glaube, das sollte man einfach nochmal verstehen und einfach so ein Bewusstsein dafür entwickeln, umso unfitter man ist, desto eher ist es auch ein Problem, das Gewicht entsprechend zu regulieren, weil man kaum Möglichkeiten hat, sehr viel Energie zu verbrauchen. Das war jetzt für uns erstmal das Wichtige, weil ich glaube, das sind die Grundlagen, die sollte man erstmal verstehen, wenn man so diese Orientierung mal hat und gerade hier im Radfahren. Also geht einfach nochmal durch, ihr fahrt irgendwie 150 Watt in der Stunde, das ist für viele Leute gar nicht mal so wenig im Lit-Bereich, dann sind das 540 Kilokalorien. Also Lit hochkriegen, mehr essen können. Ja, andersrum, es geht immer wieder darum, leistungsfähiger zu sein, also eine höhere VO2 Max zu haben, dann könnt ihr mehr leisten. Ja. Schneller der Wettkampf und mehr essen. Ja, und ihr könnt mehr essen, so, das ist ein tolles Fazit, oder? Also war jetzt nochmal viel irgendwie Zahlen, aber wollten einfach mal einen Grundsatz machen und bevor jetzt Fragen kommen, intermittierendes Fasten, all diese Geschichten, gucken wir uns demnächst nochmal in Ruhe an, wollen wir aber wie immer entsprechend vorbereiten. Also, bis dann und tschö. Daumen vielleicht hoch, wenn es euch gefallen hat. Video liken. Und liken und abonnieren alles. Ja. Und bei Fragen kommentieren, hier unter YouTube, nicht auf Instagram. Gibt es noch Ciao. Sachen in der Videobeschreibung, Infos? Heute nicht. Heute nicht. Gut, tschüss.